dann weg. Aber es war eben der höchste Richter Berlins. Und ich weiß noch, im Olympiastadion haben sie dann beim Hertha-Spiel Drenkmann Mainz 1:1 skandiert. Also es war ein Vergeltungsschlag. Die Beerdigung von Holger Mainz wurde zur Solidaritätskundgebung der Linken. Auch Rudi Dutschke ballte die Faust. Holger, der Kampf geht weiter. Inzwischen waren auch Andreas Bader und Jan-Karl Raspe nach Stammheim verlegt worden. Von Scharfschützen bewacht, landete der Helikopter neben der Haftanstalt. Gemeinsam mit Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof sollten Bader und Raspe den 7. Stock, den Hochsicherheitstrakt, beziehen. Damit war die Führungsgruppe der Roten Armee-Fraktion wieder beisammen und konnte ihren Kampf gegen die angebliche Isolationsfolter fortsetzen. Zunächst gab es vielleicht 1 oder 1,5 Stunden Umschluss am Tag. Und das hat sich dann langsam gesteigert, bis es am Schluss 8 Stunden waren. Und zwar Männer und Frauen. Das gab es in keiner anderen Vollzugsanstalt damals. Und wohl jetzt auch nicht. Stammheim, der Mythos Stammheim, Hochsicherheitstrakt und wie das immer verhandelt wurde. Ich bin heute noch manchmal innerlich ganz erschrocken. Wie diese terroristischen Gefangenen, wie die behandelt worden sind, wie rohe Eier. Solchen Angeklagten war der Rechtsstaat nicht gewachsen. Die Zentrale einer funktionierenden schwerkriminellen Vereinigung, die saß gut bewacht in einer Vollzugsanstalt und hat dort ihre Arbeit weiterhin betrieben, mit besten Kontakten nach draußen. Da oben war die Kommandozentrale und hat gearbeitet und hat funktioniert. Draußen arbeitete man an der Befreiung Gefangener. In Berlin war Wahlkampf. Im Visier der Bewegung 2. Juni der Spitzenkandidat der CDU, Peter Lorenz. Wir sind davon ausgegangen, dass wir mit Lorenz als Spitzenkandidat der damaligen CDU und möglicherweise nächster Bürgermeister das Richtige fand haben. Die Forderung war, für die Geisel Peter Lorenz 6 inhaftierte Terroristen auszutauschen. Die führenden Politiker waren für Nachgeben. Für sie war das selbstverständlich, dass man auf den Austausch der Inhaftierten gegen die Geisel Lorenz eingehen sollte. Und ich habe mich dem angeschlossen. Aber ich habe am nächsten Morgen gewusst, das war ein Fehler, was wir gemacht haben. Weil es einlud, das Manöver zu wiederholen. Den Abflug der freigepressten Genossen konnten die Gefangenen im Hochsicherheitstrakt von Stammheim auf ihren Fernsehern verfolgen. Wie hat der Staat, wann hat er was reagiert, was hat der große Krisenstab, was hat der kleine Krisenstab, wie haben wir agiert, das wurde im 7. Stock, also von Andreas Bader, Gudrun Enslin und Ulrike Meinhof aufs Heftigste und aufs Genaueste analysiert. Ergebnis war der Plan der Stammheimer, mit einer ganz großen Aktion den Erfolg der Bewegung 2. Juni zu übertreffen. Stockholm, 24. April 1975. 6 Mitglieder der RAF hatten die deutsche Botschaft besetzt und nahmen 11 Menschen als Geiseln. Das RAF-Kommando Holger Mainz drohte mit der Sprengung, wenn die schwedische Polizei nicht sofort abziehen würde. Als das nicht geschah, wurde der deutsche Militärattaché Andreas Baron von Mirbach kaltblütig erschossen. Später auch der Wirtschaftsattaché Hillegard. Die Bundesregierung hatte die Forderungen der Besetzer abgelehnt. Kurz vor Mitternacht detonierte der Sprengstoff. Die Botschaft stand in Flammen. Der Preis des Irrsinns: 2 tote Diplomaten und am Ende 2 tote Terroristen. Das Bewusstsein, dass mein Vater tot ist und dass das unerhört ist und dass das alles ändert und dass etwas unwiederbringlich zu Ende ist, das war ganz klar. Das habe ich wahrscheinlich tiefer aufgenommen, als es für mich gut war. Und ganz besonders tief habe ich das verstanden, in dem Moment, wo ich mich dann über den Sarg meines Vaters beuge. Das,
Das habe ich ganz genau verstanden. Das war im Grunde das Einzige, was ich wirklich verstanden habe. Im Schatten von Stockholm begann am 21. Mai 1975 der Prozess gegen den harten Kern der RAF in Stammheim. Reiter der Polizei patrouillierten um das mit Stacheldraht abgesicherte Gebäude. Der Luftraum über der Mehrzweckhalle war gesperrt. Anwälte, Zuschauer und Journalisten wurden vor Betreten des Sitzungssaales einer Leibesvisitation unterzogen. Für den Notfall waren Maschinenpistolen bereitgestellt worden. Alles war vorbereitet für den Prozess gegen den Staatsfeind Nummer 1. Es ist ja wohl einsichtig, dass der Prozessbeginn propagandistisch genützt wird von diesen und unterstützenden Kreisen. Und inwieweit hier begleitende Aktionen spektakulärer Art zu erwarten sind, kann ich natürlich nicht voraussagen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass der Gegner sie plant. Die Justiz wollte ein normales Strafverfahren führen. Die Angeklagten und ihre Anwälte wollten einen politischen Prozess. Ein politischer Prozess würde bedeuten, dass in dem Prozess dargestellt werden kann, was die politischen Auffassungen, die politischen Ziele der Roten Armee-Fraktion sind. Bader konnte kühl kalkulieren und Bader war wirklich für mich ein hochintelligenter Desperado, der Kraft seiner verkrachten Laufbahn bis dahin in dieser neuen Laufbahn als Revolutionär eine Selbstbestätigung fand. Immer wieder versuchten Bader und seine Mitangeklagten, den Prozess zur politischen Bühne zu machen. Wenn man unter dem Namen Bader-Meinhof-Prozess die Führungspersönlichkeiten gesehen hat, dann hätte es eigentlich heißen müssen, die Bader-Enslin-Gruppe. Denn die Frau Enslin war eine sehr viel stärkere Persönlichkeit, hatte sehr viel mehr Durchsetzungsvermögen als die viel sensiblere Frau Meinhof. Bei allen lautstarken Differenzen zwischen Angeklagten und Verteidigung auf der einen, Gericht und Bundesanwaltschaft auf der anderen Seite, hatte man sich von Anfang an auf eines geeinigt. Der Prozess sollte vollständig auf Tonband aufgenommen und abgeschrieben werden. Einige der Bänder sind erhalten geblieben und bei den Recherchen zu diesem Film wiederentdeckt worden. Naja, aber wir machen das kurz. Ablehnung ist ja sowieso eine Lächerlichkeit bei diesem Senat. Man wird ihn in jedem Fall hier nicht loswerden. Aber dazu wollte ich einfach noch mal kurz feststellen, wir sind sicher, Prinzing, dass Sie hier auch an Ihrem eigenen Urteil arbeiten. Frau Meinhof, Sie haben Gelegenheit, sich zu äußern, denn der Senat erwägt, ob Sie jetzt ausgeschlossen werden müssten. Ich will mal sagen, wir werden das nicht vergessen, was Sie hier abziehen. Und es wird Ihnen auch nicht gelingen, hier einen Prozess durchzuziehen mit falschen Zeugen, mit Polizeikonstruktionen und mit dem ganzen Desaster. Und Sie werden auch nicht vermeiden, dass wir deswegen verhandlungsunfähig sind, weil wir seit 3,5 Jahren gefoltert werden. Ja. Das werden Sie nicht vom Tisch kriegen. Frau Meinhof ist vom weiteren Ablauf des heutigen Verhandlungstages ausgeschlossen. Sie hat durch Zwischenrufe gestört. Es ist zu erwarten, dass sie weiterhin stört. Trotz Abmahnung lässt sie davon nicht ab. Bitte Frau Meinhof abzuführen. Das ist unmöglich, Prinzing, in diesem Verfahren hier gegen den nackten Faschismus. Herr Raspe, Sie haben nicht das Wort. Ist denn das Mikrofon eingestellt? Ich bitte die Angeklagten abzuführen. Das Wort ist gehört. Du wirst nicht vergessen, Prinzing. Dafür hat Unter den Gefangenen war der Ton kaum besser. Die Auseinandersetzungen verschärften sich immer mehr. Meistens ging es gegen Ulrike Meinhof. Sie, die frühere Stimme der RAF, konnte sich kaum wehren. Damals haben die Beamten schon berichtet, dass es da Spannungen gibt und dass insbesondere der Bader die Meinhof mobbt, kann man durchaus sagen, und dass die Meinhof zunehmend in eine Außenseiterrolle innerhalb der Gruppe da oben gedrängt wird. Ich habe die manchmal im Rudel sitzen sehen, da hinten, und haben da oben diskutiert und ihre Papiere gehabt und habe mitbekommen, wie der Bader fette Sau oder irgendeinen unflätigen Ausdruck benutzt hat.
zu Frau Meinhof. Also ich habe nur das Bild vor mir, wie sie wie ein Schaf wegtrottet und sich nicht gestellt hat oder sowas, sondern aufsteht, Kopf senkt und in ihre Zelle verschwindet. Ich war darüber erschüttert, welch ein offensichtlicher Persönlichkeitswandel bei Ulrike Meinhof vorgekommen ist. Wenn man sie auf Bildern sah, wie sie früher ausgesehen hat, und hat sie nun in der Haft gesehen, wie sie total vernachlässigt war, wie sie sich auch nicht mehr um irgendetwas, um ihr Äußeres gekümmert hat. Sie war völlig ungepflegt und war richtig äußerlich ein gebrochener Mensch. Aus Kassibern ging hervor, wie vor allem die Frauen einander hassten. Das Messer im Rücken der RAF bist du, hatte Gudrun Enslin geschrieben. Ulrike Meinhofs Antwort an Bader: Was ich nicht aushalte, ist, dass ich mich nicht wehren kann. Aber ich knalle an die Decke über ihre Gemeinheit und Hinterhältigkeit. In manchen Aufzeichnungen erniedrigte sich Ulrike Meinhof geradezu. Über ihr gestörtes Verhältnis zur Gruppe schrieb sie: Meine Sozialisation zum Faschist durch Sadismus und Religion. Euch behandeln wie Bullen, das heißt selbst längst ein Bulle sein. Eine scheinheilige Sau aus der herrschenden Klasse, das ist einfach die Selbsterkenntnis. All dies erinnerte an manches, was Ulrike Meinhof in ihren Hörfunksendungen zur sadistischen Heimerziehung gesagt hatte. Sadomasochismus bedeutet, dass das, was den einen quält, dem anderen Spaß macht. Bedeutet aber auch, dass gequält werden Spaß macht. Dass die, die quälen, auch gerne gequält werden. Dass in den Gequälten das Bedürfnis entsteht, selbst zu quälen. Es war ein Psychodrama, das sich in Stammheim abspielte, vor allem zulasten von Ulrike Meinhof. Es war klar, dass es zwischen den Frauen Schwierigkeiten gab. Speziell zwischen Enslin und Meinhof gab es Papiere, die einen heute noch frieren lassen. Meinhof wurde von den anderen und speziell von Enslin als bourgeoises Schwein immer wieder bezeichnet. Ich sehe das Bild vor mir, wie sie im Grunde genommen mit einem gewissen Abstand in der Anklagebank zu den anderen saß, keinen Kontakt hatte zu ihnen, nie in irgendwelche Gespräche mit ihnen getreten ist, soweit ich jedenfalls das beobachten konnte, sondern eher einen, ich möchte sagen, fast verschüchterten Eindruck gegenüber den anderen machte. Sie war für mich im Prozess bereits resigniert. Am 41. Prozesstag, dem 28. Oktober 1975, machte Ulrike Meinhof auch im Gerichtssaal deutlich, wie weit sie sich von der Gruppe entfernt hatte. Die Frage ist, wie kann ein isolierter Gefangener den Justizbehörden zu erkennen geben, angenommen, dass er es wollte, dass er sein Verhalten geändert hat? Wie? Wie kann er das in einer Situation, in der bereits jede, absolut jede Lebensäußerung unterbunden ist, ihm bleibt, das heißt dem Gefangenen in der Isolation bleibt, um zu signalisieren, dass sich sein Verhalten geändert hat. Überhaupt nur eine Möglichkeit. Und das ist der Verrat. Eine andere Möglichkeit, sein Verhalten zu ändern, hat der isolierte Gefangene nicht. Das heißt, es gibt in der Isolation exakt zwei Möglichkeiten. Entweder Frau Meinhof, es ist kein Zusammenhang mehr zum Ablehnungsantrag entweder zu sehen. Entweder sie bringt einen Gefangenen zum Schweigen, das heißt, man stirbt daran, Frau oder sie bringt Meinhof einen zum Reden und das ist das Geständnis und der Verrat. Das ist Folter, exakt Folter durch ja. Isolation gibt, definiert an diesem Zweck, Geständnisse zu erpressen, den Gefangenen einzuschüchtern, um ihn zu bestrafen und um ihn zu verwirren. Ich entziehe Ihnen hiermit das Wort. Niemand merkte offenbar, dass Ulrike Meinhofs Überlegung auszusteigen so viel war wie der Ausstieg selbst. Zweifel waren in der RAF gleichbedeutend mit Verrat. Das war ein halbes Jahr vor Ulrike Meinhofs Selbstmord. Am 4. Mai 1976 erklärte Gudrun Enslin öffentlich das Ende der Gemeinsamkeit mit Ulrike Meinhof. Sie distanzierte sich vom Anschlag auf das Springerhaus, für den Ulrike Meinhof verantwortlich war. Wenn uns an der Aktion der RAF 72 etwas bedrückt, dann das Missverhältnis zwischen unserem Kopf und unseren Händen und den B-52. Hier nochmal einfach. Wir sind auch verantwortlich für die Angriffe auf das CIA.